Moin, es sind dann der Prof von Luxemburgisch with Anne. Now welcome to this second lesson of the new series called Spruchentest Oral Exam Q&As. So you will learn how to answer different types of questions that are likely to come up in the speaking part of the Spruchentest. So for example, I will give you a question and I will give you as well two model answers to these questions. So this will help you to give better answers in the speaking exam, but as well to gain confidence and finally to get a better score. And I will as well share in this series of lessons tips, so learning tips, vocabulary tips, grammar tips, and as well pronunciation tips. So today you will learn how to give good answers to the topic Transportmittel. So, warst du bereit? Dann la. One of the first questions the examiner may ask you is, wie sieht ihr Haut an der Spruchentest kommen? Now listen carefully to this question. So in natural spoken Luxembourgish you will hear this. Wie sieht ihr Haut an der Spruchentest kommen? So we don't say wie sieht dir Haut, but we say wie sieht dir. Wie sieht ihr Haut an der Spruchentest kommen? And here are two model answers. So you can either say, ich sehe Haut, mam Auto, mam Bus, zu Fuß, an der Spruchentest kommen. So you have to say, mam im Auto. So use mam Auto, mam Bus oder mam Tram. Okay? But if you came by walking, you have to say, zu Fuß, ich sehe zu Fuß, an der Spruchentest kommen. Another possible answer could be, ich wohne, schaffen, Kirchbirch an dafür habe ich den Tram bis an den INL geholt. Das ist praktisch. Okay, I repeat. Ich wohne oder ich schaffe Kirchbirch an dafür habe ich den Tram bis an den INL geholt. So be careful here, because the question is, wie sieht dir an den INL kommen? So you have to answer using the present perfect. So ich sin komm oder ich hun, and then the means of transport, gehol. Okay, so lo aset un dir, over to you. Wie sieht dir Haut an der Spruchentest kommen? Try to answer spontaneously. Gut, super. Let's move on with the next question. Wie geht dir gewöhnlich an die Vakanz? Or the question can be, wat für Transportmittel benutzt ihr für an die Vakanz zu gehen? Here is one first possible answer. Wenn ich an Europa reise, fuhre ich meistens mit dem Auto an die Vakanz. Das ist mehr einfach und mehr praktisch. Allerdings, wenn ich meine Familie an Indien besuche, hole ich natürlich den Flieger. Okay? So whenever you start a sentence with wann, you have to put your verb at the end. So wann ich an Europa reisen, then you continue with your verb. Wann ich an Europa reisen, fahre ich meistens mit dem Auto an die Vakanz. We have as well another example, yes. Wann ich meine Familie an Indien besuche, hole ich natürlich den Flieger. Another possible answer could be, ich hole den Flieger, wenn ich zum Beispiel an Griechenland oder an Spanien gehe oder wenn ich meine Familie an Brasilien besuche. Mein Partner und ich gehen jeden Weekend stiert an Europa besuche und da fahren wir gewöhnlich mit dem Auto. Wir fahren auf Paris, holen wir den Zug. So, you can either use the verb holen, so to take, but then you have to use the definite article, so ich hole den Flieger, ich hole den Zug oder ich hole den Bus, okay? Or you can use the verb fahren, but then you have to say mam, ich fahre mam Auto, ich fahre mam Bus an die Vakanz, okay? Be careful. So, and then use as well some useful adverbs to make your sentences more interesting. So, da fuhren wir gewöhnlich mit dem Auto. Or use zum Beispiel to illustrate, wenn ich zum Beispiel an Griechenland oder an Spanien gehe. Zum Beispiel, for example.
So, loset und dir. Wie geht dir gewöhnlich an die Vakanz? So, I use here, wie geht dir? Dir is the formal form, because in the Spruchentest they will address to you in the formal form. So, you can pause the video and try to answer to this question. I move on with the third question, which is a strange question, but it's a question which is likely to come up. Könnt ihr euren Auto beschreiben? Könnt ihr euren Auto beschreiben? And then you can say, ja, natürlich. This means, yes, of course. Mein Auto ist ein Hybrid mit einer Automatik. Ein ist klein, mit ganz praktisch, aber bequem. Ein ist groß und neu. So, it is mein Auto. Mein Auto is a masculine noun. If you don't want to repeat mein Auto, you have to say ein. Okay, so ein ist groß und neu. Ein ist klein. Another possible answer could be, also, ich habe eine Großfamilie und einen Hund und dafür habe ich ein großes Auto. Ein hat 8 Sitze, ein großes Mal und ist schwarz. Ein ist neu. Ich habe 24 Jahre gekauft. Here again, I used a connector, so a word which enriches your sentences. Und dafür, this means and that's why. Und dafür habe ich ein großes Auto. And as Auto is a masculine noun, you have to decline your adjectives. You have to add the ending "-en", like a großen Auto. Don't forget that you can head over to my webpage, luxembourgishwithanne.lu, where you can get a transcript with the English translation and download this document, okay, so that you can practice at home. And I forgot to mention that to sit the Spruchentest oral exam, you need the level A2. So the level A2 is required to take this Spruchentest. Okay, so, lo aset und dir, so over to you, können dir euren Auto beschreiben? So you can pause the video and try to answer to this question. I just want to add a grammar point. So I said before, so könnt dir euren Auto beschreiben oder wie geht dir gewöhnlich an Vakanz? Dir, here is the formal form of you. But here, when I say und dir, this is the informal form of you in the dative case, because un is a preposition which requires the dative case. So if I say here un dir, and the dir is written with a small d, it's the informal form to say over to you. Great. Now, if your intention is to sit in the upcoming future the Spruchentest, you can join my program From Zero to Spruchentest. So this is a course for absolute beginners or for people who have already taken some lessons, but they have always struggled to complete a level. And here in this three-part framework, you will get self-study courses, but combined with speaking sessions. So you can practice speaking from week one when you enroll in this program. The key to success is practice. So you need to speak, you need to use actively the language. You will find the link to this program From Zero to Spruchentest in the comment section below this video. So, merci fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Adi!